Dass die Pop-Diven Britney Spears und Christina Aguilera sich im Kampf um Charts, Fans und Auftritte bekämpfen, das wissen wir. Dass jedoch ein ähnlicher Konkurrenzkampf zwischen unseren beiden deutschen Pop-Prinzessinnen Jeanette Biedermann und Sarah Connor ausbricht, das ist neu. Aber die Parallelen sind ganz deutlich. Sowohl Jeanette als auch Sarah sind Chartbreaker, gleich alt und übertrumpfen sich ständig, was den Sex-Appeal angeht. Tanja Bülter über das Duell der Pop-Rivalinnen. Hat sie den Durchblick oder hat sie die bessere Masche drauf? Einfache Antwort, beide. Denn Sarah und Jeanette sind zurzeit unsere gefragtesten Pop-Teens und bringen die Fans fast um den Verstand. Kein Wunder, denn im Kampf um mehr Sex-Appeal sind unsere süßen Blondies ziemlich einfallsreich. Kein Grund zum Streit, Mädels, schließlich habt ihr eine Menge gemeinsam. Familienleben und die Freunde. Man sieht sich halt nicht so oft und hat nicht so oft die Möglichkeit, sich wirklich so von Auge zu Auge auszutauschen. Das ist das Einzige, was wirklich ein bisschen der Nachteil ist. Ich habe jetzt auch keinen Freund momentan und ich sehe meine Freunde sehr wenig und meine Familie. Und da kommt das dann manchmal, dass man ein bisschen einsam ist. Hier unser Pop-Schnuckel-Vergleich. Da könnten gleich beide voneinander abgeschaut haben. Miss Let's Get Back to Bad Boy gibt jedoch Entwarnung. Ich gebe mir nicht dieses Konkurrenzdenken oder sowas. Ich gönne dir das genauso, wie sie mir das auch gönnen. Wir verstehen uns, bekennen uns flüchtig, das Hallo sagen. Und genau betrachtet ist unsere deutsche Britney Jeanette ihrer Konkurrentin einen Schritt voraus. Im März gewinnt sie tränenreich den Echo. Catgirl Sarah legt nach und bekommt im August den Kometen. Nun, Konkurrenz belebt das Geschäft, oder? Man ist so gut, wie man ist, und es gibt auch noch andere, die gut sind, und das muss man akzeptieren, und Konkurrenz ist für mich unwichtig. So, zumindest Sarah Connor spricht da ein bisschen mehr Klartext. Das ist nicht meine Musik, und ich will jetzt nicht sagen, sie inspiriert mich mit dem, was sie tut, aber sie ist eine Künstlerin auf ihre Art und Weise und das respektiere ich natürlich. Momentan haben wir also eine Pattsituation beim Gerangel um den Thron als deutsche Popkönigin. Und wir bleiben dran beim schönsten, poppigsten und blondesten Kampf um die Krone.